Heute möchten wir euch F-Droid vorstellen, eine Art Google Play ausschließlich für Open Source Apps. Mit anderen Worten, alles kostenlos. Ihr werdet begrüßt direkt mit einer großen Liste an Apps. Es ist mittlerweile ein ziemlich umfangreiches Programm. Sofern bei euch noch nichts zu finden ist, müsst ihr einmal die Softwarequellen aktualisieren. Das geht allerdings relativ fix. Ihr dürft sogar eigene Softwarequellen hinzufügen oder die von Dritten, sofern es denn welche gibt, die euch interessieren. Ist im Moment aber noch nicht sonderlich relevant. Der Umgang ist ansonsten relativ simpel. Über den kleinen Button oben könnt ihr in Kategorien browsen, beispielsweise in den Multimedia-Apps stöbern, da gibt es mittlerweile auch eine ganze Menge. Und zum Installieren, falls ihr etwa unbedingt einen Akkordeon-Simulator benötigen solltet, gehört zu den wichtigen Dingen im Leben, einfach kurz anklicken. Dann seht ihr auch schon die Infos, alle Versionen, die es gibt und könnt entsprechend installieren, wie man es so gewohnt ist. In diesem Fall lässt sich allerdings nicht installieren, da die Screen Recording App leider Gottes nicht erlaubt, jetzt auf den Install-Button zu klicken. Abbrechen geht, aber ihr wisst schon, wie es gemeint ist. Ansonsten gibt es ein paar Einstellungen, die sich lohnen vorzunehmen, insbesondere ob die heruntergeladenen Anwendungen auf der Karte verbleiben sollen, falls ihr später mal Backups benötigen solltet oder dergleichen. Ebenfalls interessant, lasst euch die Berechtigungen anzeigen. Das ist standardmäßig deaktiviert. Bei Open Source nicht so wahnsinnig tragisch, aber sicher ist sicher. Schön ist aber, dass ihr standardmäßig weder Apps mit Werbung seht, noch welche, die euch verfolgen oder sonst etwas. Auch das ist bei den Open Source Apps meist nicht so tragisch, weil ihr wisst, wer dahinter steckt. Dennoch, standardmäßig seht ihr es nicht. Wenn ihr mehr Apps sehen wollt, müsst ihr es eben aktivieren. Was installiert ist, seht ihr im entsprechenden Reiter. Ist auch keine große Kunst. Das einzige kleine Ärgernis sind die Aktualisierungen. Das ist zwar übersichtlich, aber ihr müsst manuell aktualisieren. Die Apps werden ganz normal heruntergeladen. Das ist bei Google auch nicht anders. Nur, dass es jetzt mal wieder nicht geht, weil es eben ein normaler Installierprozess ist und Screen Recording dann nicht funktioniert. Ausführen könnt ihr den natürlich auch direkt über die Oberfläche. Der Ausführung-Button ist neu in der Version. So oder so solltet ihr euch definitiv F-Droid installieren. Ein Store, der einen Blick wert ist. Mittlerweile ein großes Sammelsurium an zuverlässiger, sicherer, freier, kostenloser Software bietet.